Yeah.
super Sache. Alle unsere Mitarbeiter unterstützen das, fragen auch immer wieder, wann geht es wieder los, ich bin wieder dabei. Und wir finden das ganz toll. Ich lade jetzt hier gerade auf die Anspruch und sage, hey, Textil, ist vielleicht genau meine Zukunft, ist da noch was offen? Wir suchen ständig neue Leute, auch Auszubildende. Zurzeit haben wir alle unsere Auszubildenden besetzt. Aber ihr kennt das richtig, das ist alles über 18. Die kennen alle dieses tolle Lied nicht. Das geht so. Pommes mit Mayo, Mayo, Ketchup und Mayo. Jetzt merkt man aber, dass ich nicht singen kann, ne? Michael, kannst du das mal eben anspielen? Weil ich finde das so spektakulär. Ich liebe dieses Lied. Meine Kinder lieben dieses Lied. Doch. Was geht das denn da los? Das müssen wir, glaube ich, ein bisschen lauter hören, ne? Und das macht doch nichts. Wir gucken mal. So, jetzt habe ich aber mal hier im Blick, das ist doch wesentlich angenehmer. Da sind ja wirklich viele Leute noch dazugekommen. Kannst du mal auf meine Enten aufpassen? Ich hole sie mir gleich wieder ab, okay? Aber nicht damit abhauen. Wie heißt du? Finn, super, danke. So, Finn, passt auf meine Enten auf. Meine Helga unter uns. Helga, wo bist du? Da oben, neben der Box? Heißt du wirklich Helga? Ja, ich glaub dir das. Also da oben die Helga, neben der Box, ganz oben auf der Tribüne. Herzlichen Glückwunsch zu dem letzten Los, was wir heute bei Los sagen. Sei, oder alles Gute zum Namenstag. Was sagt man noch? FIFA, Tifa oder so? Weiß es nicht. So, wolltest du es behalten oder soll ich es mitnehmen? Und mein Raum sollte nicht mehr aktiv mitmachen. Ja, also das war's zum Thema Ladies Circle Roundtable. Und es gibt noch so einen tollen Spruch. Machen es wie wollen, nur krasser. Und jetzt wollen wir mal machen. Christina, die ist schon ganz nervös hier. Die kommt jetzt hier schon rüber und sagt, wir müssen jetzt in unserem Zeitplan rein. Michael Lötten, du alter Gottschalk, jetzt quatschen zu viel. Wir müssen noch die Ehrendame der Stadt entgegen. Dr. Lüttmann ist schon in Startposition. Wir laufen, glaube ich, alle mal rüber zum Boot. Es gibt noch eine Ehrendame. Also, selbst habe ich immer noch eine Ehrendame. Jetzt gibt es sogar noch eine Gabe. Herr Dr. Lüttmann, herzlich willkommen. Ja. Dankeschön, ich bin einfach nur Danke sagen für den Einsatz von Ladies Circle und Round Table. Und da gibt es viele helfende Hände, die mir mithelfen. Und das ist nicht selbstverständlich. Auch den Sponsoren ein dickes Dankeschön. Und auch allen, die die gekauft haben, weil es für einen guten Zweck ist. Und ich glaube, jetzt müssen wir die Enten auch langsam freilassen. Symbolisches Dankeschön, Ehrengabe der Stadt Schwanke, auch für den guten Zweck. Dankeschön. Dankeschön. Ich habe noch ein, zwei Fragen. Also wir haben extra aufgedacht. Das sind richtig viele Fragen, weil so oft hat man ja einen Bürgermeister auch nicht vor der Linie hier. Von daher, behalten Sie mal eben das Mikro, das dauert ungefähr 2 Minuten. Sie können sich ja auch kurz fassen. Aber ich habe hier ernsthafte Fragen gestellt. Weil wenn ich mit meinen Kindern zwischendurch mal Kinderfernsehen gucken, dann sehen wir das auf der Linie. Hilly Blocksberg, die Eulschies, Paw Patrol oder auch Pitche Putt lesen wir natürlich. Gibt es, glaube ich, gar nicht von denen. Da kommen die Bürgermeister insgesamt nie wirklich weg. Wie kommt man auf die Idee, Herr Dr. Lüttmann, dass man sagt, auch von meiner Profession, ich mach mal Bürgermeister von Rhein? Ja, ich war jung und brauchte das Geld. Ja, Rhein ist meine Heimatstadt und mir macht Spaß. Tut auch gut zu sehen, wenn sich die Dinge positiv verändern. Ja. Absolut, wir sind ja heute drauf, dass wir optimistisch nach vorne blicken. Keine 2030, was stimmt Sie optimistisch? Also der Zusammenhalt, also die ganzen Sponsoren, die hier mithelfen oder auf der Straßenkarte die Rheine-Bühne machen, also von Rheine für Rheine, das ist einfach ein toller Zusammenhalt und ich glaube, das wird immer wichtiger und das stimmt mir eigentlich zuversichtlich. Sehr gut. Und wir haben uns jetzt nicht angesprochen, wir haben gerade wunderbar das Wort Sponsoren in den Mund genommen. Da drängt sich bei mir die Frage auf, Ihre Promotion hatte den Titel Aufgaben und Zusammensetzung der Verwaltungsräte der kommunalen Sparkasse. Ich glaube, das interessiert jetzt gar nicht so viel. Stimmt.
Ich gucke mir die Aufforderliste an, da sind zwei Finanzierungspartner dabei, einmal Compeon aus Emstetten und einmal Spiekermann und Co. aus Osnabrück, Münster und Nordhorn. Wieso schaffen wir es nicht, die Sparkassen zu begeistern, dass sie hier als Hauptsponsor mit am Start sind? Können wir uns das als Aufgabe für 2023 mal vornehmen? Nehme ich mal mit. Das war nicht so schön. Ein Applaus für Herrn Dr. Löwenheim, vielen, vielen Dank. An der Stelle. Im Namen von allen drei Projekten, danke. Also eine ganz klare Aufforderung, die ich da gerade rausgehört. Die, die jetzt hier mit Kindern sind, nehmt eure Kinder mal ganz doll gerade in den Arm. Knuddelt die. Seid froh, dass ihr sie habt. Seid gute Eltern. Und seid froh, dass eure Kinder bei euch sind. Und dann könnt ihr diesen ganz tollen Knuddel geben. Der weitere Verlauf. Jetzt raus. Der weitere Verlauf verzögert sich um 45 Minuten. Vielen Dank, Silvia, dass du toll zusammengefasst hast, dass du heute hier bist. Und ich glaube, der Niklas und die Ann-Christine werden das bestätigen, dass alles das, was jetzt im Vorfeld hier geleistet wurde, was jetzt gleich den Höhepunkt erreichen wird, haben wir gerne gemacht. Also von daher, wir feiern uns doch mal selbst. Jeder Einzelne hier, der jetzt hier sitzt, und jetzt habe ich wieder ausschwenken, jetzt habe ich von diesen ernsten Themen wieder ein bisschen Blödelei reinbringen. Schön, dass ihr da seid. Feiert doch mal selbst. Ich sage das einfach mal, ich finde das ganz wichtig. Und ich glaube, dann haben wir den Startschuss, oder? Also, wie seid ihr denn da an Bord? Seid ihr da gut drauf oder wollt ihr noch ein bisschen paddeln? Nee, ist ganz klar. Guck mal auf den Tacho. Ja, es ist genau 4. Wir wollten 4:15, das ist so die obligatorische Stunde oder Viertelstunde. Gibt es noch einen Countdown oder wollen wir irgendwie runterzählen? Wie habt ihr es denn jetzt hier am liebsten auf der Tribüne? Wie wollen wir es machen? Sollen wir runterzählen? Kann jeder von 10 runterzählen? Sollen wir das auf Serbokroatisch machen? Sollen wir das auf Deutsch machen? Auf Platt? Niederländisch? Nee, wir machen es auf Deutsch, oder? Komm, wir machen es runter hier. Also 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 und go! Naja, wir hatten ja jetzt noch nicht genügend Zeit, sich darauf vorzubereiten. Von daher, aber das haben wir, glaube ich, jedes Jahr, dass das etwas schwierig ist. Da muss aber das Brot kalibriert werden. Das wäre alles nicht möglich, wenn wir unsere Freunde der Feuerwehr nicht wären. Und auch unsere Freunde hier vis-à-vis von der DLRG. Winkt doch mal ins Publikum. Hey, danke, dass ihr da seid. Die Gegentribüne, seid ihr auch da? Ich habe euch noch gar nicht gesehen. Könnt ihr auch mal winken? Hallo! Oben auf der Nebenhofbrücke. Direkt unter dem Mandelstand. Da wird schon geholfen. Könnt das alle mal machen? Könnt ihr da mal anfeuern, dass sie da vorne den Sack aufbringen? Wunderbar! Und natürlich von uns aus dem Weg zu unserer Linken. Hier! Was ist mit euch da hinten? Ja, war einzeln Platz. Bei mir mal da hinten ist wahrscheinlich die VIP-Tribüne und die sind immer ein bisschen schwerfällig. Nein, hier vorne ist natürlich das meiste. Können wir euch auch mal sehen? Ach so, der sagt selber noch nicht. Ja, jetzt haben wir es gesehen. 4000 Hände ins Wasser gelassen. Jetzt ist es soweit. Ich werde verrückt hier. Vergesst doch bloß keine Hände. Ich habe auch noch was. Was wäre das denn? Genau meine Hände. Das ist so der ganze Tag. Aber es geht weiter, es geht weiter. Wir müssen uns an die Hände. Und lieber hinten fallen mit Knien, damit man auch von der Haupttribüne sehen kann. Was ist denn hier los in Rheine? Endrennen 22, Fließgeschwindigkeit heute optimal, Wetter super, kein Gegenwind. Wir hatten das schon mal, Westwind, oh Gott. Wind von da, Deviation, diese Enden sind überhaupt nicht rübergekommen. Das war grauselig. Nein, aber heute ist eine optimale Bedingung hier. Alle sind gut drauf, wir haben uns selbst gefeiert. Und die Enten machen sich, naja, erstmal ein bisschen träge auf dem Weg. Ja, also, die meisten die schwimmen gerade Richtung Mesum. Was ist denn da los? Ja, ich weiß auch nicht. Die sind in die Schiffsschraube gekommen. Kommt natürlich das zweite los, gewinnt, oder die zweite Ente, die durchgeht, die Nummer, die drunter steht. Und dann geht's auch da weiter. Und glaubt mir,
wenn irgendeiner zu viel Zeit hat und mal Bock hat, eine wirklich, ich möchte sagen, stupide Arbeit zu machen, der ist anschließend eingeladen von LC und RT Rheine, die 4000 Enten anschließend wieder zu zählen. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. 4000 Enten in einer Reihe, weil wir müssen ja sicherstellen, dass beim nächsten Rennen wieder 4000 Enten dabei sind. Und jeder fehlt noch ein Passgut. Klasse. Also, ihr habt doch sonst nichts anderes vor, oder? Also, von daher, das Wetter ist schön. So ein bisschen Verpflegung wäre jetzt auch ganz schön. Vielleicht Hinweis an den Roundtable, das nächste Mal dann gut hier reinzugehen mit irgendwie Eistee oder so. Ja, aber da, der wird jetzt richtig Alarm gemacht hier. Jetzt kommt der Fall rein. Jetzt kommt hier Fahrt in die ganze Geschichte. Guckt ihr das an? Vielleicht kann die Feuerwehr mal das Licht anmachen, dass wir jetzt ein kleines Kind, ein kleines Highlight, wo man mal sehen kann, hey, da, hoi, herrlich, also wirklich wunderbar. Könnt ihr das von der DLG auch? Habt ihr da auch einen Martinshorn dran? Dürft ihr mit? Na gut, dann lassen wir das. Wir wollen ja auch keinen Aufschrecken hier. Nicht, dass die Enten sich mal erschrecken, das wird ja auch nicht gut sein. Aber, meine Damen und Herren, ihr seht, es geht langsam voran. Es geht voran, voran, voran. Welche Luftnummer habt ihr? Also 2184, ich könnte das schon mal oben aufschreiben. Ist, glaube ich, die erste Ende, die hier vorne gerade so durchläuft. Ich kann das ja auch abkürzen, hier gegen den Meistbietenden. Können wir ja jetzt die ganze Sache auch verlosen. So wollen wir natürlich sagen. Hier, das ist ein ganz schönes Rennen. Wir sind Sportsleute und wir haben Bock drauf, dass das hier so wirklich abläuft. Aber man sieht, die drei Enten kämpfen sich jetzt hier schon vor dem Hauptfeld ganz klar an die Spitze. Natürlich kann man nicht sehen, was steckt drunter, aber es wäre gelacht, wenn das jetzt nicht gleich klappen würde. Ihr könnt ja mal anfeuern da, ich weiß gar nicht. Ich glaube, irgendwie aufgekauft haben. Ich wollte wieder mit nach hinten. Nein, aber ja, dann die nicht zwischenhängen. Ja, die wahrscheinlich ein bisschen hier drin. Ja? Ladies and Gentlemen, es ist Kaiserreich. Hier das Hauptfeld. Hier ist Enten aus Kaiserreich. Vorne drei Stück. Wer wird sich denn durchsetzen können? Oftmals ist im vergangenen Jahr so gewesen, dass die ganz vorne waren. Dann aber an diesem Schlauch hängen geblieben sind. Das heißt, es ist noch nichts entschieden. Gar nichts ist entschieden. Das heißt, dass auch die Enten da vorne sind, dass die Enten umgehen. Die können auf jeden Fall vorne noch angreifen. Und das sieht man jetzt. Das Hauptfeld, es kommt näher und die Ausreißer sind auf Kleidung. Und wir sehen eben, dass jetzt diese kleinen Wellenbewegungen von der Feuerwehr, da sieht man das, die kann man nicht anschlagen, dass er ausmacht. Dass er jetzt hier wieder von Fahrt macht. Das ist wieder was anderes. Hier vorne kommen sie nicht schon. Hier Enten, ihr müsst nicht zu der Raus, hier müsst ihr die Enten alle. Wir haben es also noch nicht verstanden. Andere Sportarten haben wir dann auch schon einen Sieger oder eine Siegerin. Gibt es männliche und weibliche Zahlen? Können wir das mal in der Lehrer irgendwo sagen? Nicht, dass ich hier anfange, falls die Zentren. Deswegen auch im Nacken, das muss ich dann erleben. Also, was ist hier los? Welche Ende ist soweit? Und es wird spannend. Man sagt, hier ist ja schon ganz vorne gewesen. Die Kuppel da vorne her. Und kommt nicht mehr von der Stelle eingekämpft vom Hauptfeld. Und jetzt die noch auf das Gesetzbar. Da kann man sehen, die kommen jetzt ganz mit die mal Stiefel voran. Und das Boot der DLRG ist schon total aufgeregt. Man sieht das schon. Die Stimme wird zum ersten. Wer ist die Ente? Welche Nummer kommt uns als erstes entgegen? Und es so zeitliche Basis. Der Mutter hat ja schon Kaiser. Wie kann das denn passieren? Es kann nicht mehr lange dauern. Oder es kommt sogar Stau. Traffic Jam. Und jetzt geht's weiter. Jetzt können wir hier mit sieben Meilenstiefeln gleich die ersten Nummern verkünden. Ich weiß gar nicht, ob es geschafft hat, ein Handy an Bord zu bringen oder ob ihr das gleich irgendwie in die Antonyme rüberbringt. Ich weiß es nicht. Unsere Kanuten starten hier. Ein Applaus für unsere Kanuten. Das sind ja auch geile Teile. Die haben wir auch noch nie gesehen. Junge. Ja, let's go! Sagt Rupu von Rupu Team. Und die Enten sind ein bisschen schwerfällig, ähnlich wie diese dunkle Stimme gerade am Mikro.
Aber es geht weiter hier, weil wir haben über 120 Preise. Also bitte 3432, wäre jetzt ganz schön, wenn wir das gleich nochmal hören können. Dann willst du aufspringen, oder? Willst du dann Juwel schreien, willst du irgendwie einmal hier mit allen tanzen, mit dir alleine tanzen, mit deiner Tochter tanzen? Das ist auf jeden Fall, ne? Na klar, ne? Sehr geil. So, haben wir denn die richtigen Art hier? Ich glaube, die werden alle per WhatsApp haben rüber geschickt, die losgehen. Kann das sein? Ah, okay, wir werden das eben hören. Ach, und der Alex Hawking, du kriegst die ganzen Nachrichten. Ist ja gar nicht meine Nummer. Wir müssen das nochmal neu starten hier, das ist jetzt, das kann nicht richtig sein. Also, sollen wir sie nennen? Das liegt dir, also Alexander Hawking. Unser Logistiker, mein Roundtable von der DAXA, der hat das hier alles fest im Griff und nennen die Nummer. Ja, liebe Leute, ich starte einfach mal mit der ersten Zahl. Alle, die jetzt vorne eine 2 stehen haben, dürfen sie noch Nummer. Nach der 2 die Nummer 7. 2, 7. Die dritte Zahl, die 3, 2, 7, 3. Hat noch eine Hoffnung hier, die ersten 3 und die letzte Nummer davon ist eine 0. Der Gewinner des diesjährigen Rennens ist die Nummer 2, 7, 3, 0. Falls das Los zufällig hier sein sollte, was super wäre, würde uns echt freuen, gerne zu uns hier nach vorne kommen, dann können wir direkt mal den ersten Preis hier ausgeben. Hat das jetzt richtig verstanden? 2037? Ja, dann. Wo ist der Jubelschrei hier? Freunde der Sonne. Traut euch! Es tut nicht weh. Es ist ein Preis auf euch. Und der Moderator verspricht auch kein Volksdiplom, der nicht will. Ganz bestimmt. So, ich habe gerade gehört, dass wir vorne das Technische nochmal versuchen zu novellieren, zu evolutionieren. Und zwar der Sandsack, der da vorne drauf ist, der die Endfalle so nach unten drückt, wird gleich weggenommen werden. Und so sollte dann eben das Durchflutschen mit weiteren Enden wesentlich charmanter daherkommen. Ich spreche jetzt gerade über Dinge, von denen ich ehrlicherweise keine Ahnung. Aber das macht nichts. Das ist auch nicht meine Aufgabe, das technisch zu lösen. Ich darf das Ganze hier mitmoderieren. Und es macht mir unheimlich viel Spaß. Und es ist einfach toll mit euch als Publikum. Vielen Dank, wie geduldig ihr seid. Das ist ganz selten, auch, dass viele Menschen so geduldig an einer Stelle stehen. Das kannten wir vor 2 Jahren nur vom Einkaufen. Jetzt hier auf der Extra-Masse. Sensationell. Wir feiern uns noch mal selbst. Das ist zu laut für den Kunden, ne? Läuft gar nicht mehr. So, haben wir die nächste Nummer eigentlich, Alexander? Wie sieht's da aus? Haben wir die Nummer 2 auch schon irgendwie gerade? Jawohl, Michael, wir haben Nummer 2. In Wacht von Spannung, Spannung. Ja. Es wird jetzt dreistellig. Oh, da sind schon viele enttäuschte Gesichter. Heißt also vorne eine Zahl diesmal an zweiter Stelle. Eine 9. Eine 9. Die dritte Stelle. Eine 4. Und an vierter Stelle eine 0. Die Nummer 940 ist unser zweiter Platz. Siehst du einen Jubelschrei? Ich jetzt hier. Wie bitte? Siehst du einen Jubelschrei? Den kann man nicht sehen, wird man hören. Aber ich sehe auch keine Arme, die nach oben geschreckt werden und sagen, ja, hier. Ich habe die 940, das ist die nächste Nummer, oben am Aushang sozusagen präsentiert werden. Und von daher sagen wir jetzt hier von unten direkt an der Enz, ciao, ciao. Wir melden uns gleich von oben wieder, indem wir dann noch die andere Großnummer präsentieren. Aber von hier aus erstmal vielen, vielen Dank und danke, dass ihr da wart.